Einblick hier auf der IFA 2017, in der sind hier am Stand von Technics. Und hier sehen wir den neuen, die Vorabversion oder ein Prototyp des SP10R Referenzplayers von Technics. Leider hier hinter Glas. Man kann jetzt auch nicht Probe hören, zumindest nicht hier im normalen Bereich. Sehr schade. Hier mit Direktantrieb. Die ganzen technischen Details, die kann ich jetzt leider auswendig nicht runterrattern. Und wird wahrscheinlich das Premium-Gerät SL1200 ablösen, die hier diesen Drehteller, die Basis dafür hat auch dieser direkte Motor des Vorgängers geliefert. Hier hat man sich dann aber für kleinere oder beziehungsweise kleinere Änderungen entschieden, beziehungsweise hat die umgesetzt, andere Spulen genutzt. Und hier hat man dann nochmal eine weitaus ruhigere Drehung. Und diese schwere 3,6 Kilogramm Platte sorgt für die nötige Stabilität auch. Ja, sind gespannt, was das Gerät am Ende kosten wird und wann das dann letztendlich in den Handel kommt. Ich glaube, 2017 wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, wahrscheinlich vielleicht erst 2018. Mehr Informationen, sobald diese erscheinen. Abonniert unseren YouTube-Kanal oder gebt uns einen Daumen nach oben.